Nein, sag Nikita, dass ihm auch sonst niemand traut. Was glaubst du, warum niemand mehr Durak mit ihm spielen will? Ich bin an meinem Schreibtisch. Ganz genau. Ja, stimmt. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ja, du auch. Bis morgen. Scheiße, er hat den falschen Tee genommen. Dimitri, was besorgt dich? Wie geht es Anna? Gut, meistens. Sie will, dass ich in Ruhestand gehe und wir aufs Land ziehen. Lachhaft, nicht wahr? Vermisst du das Fliegen manchmal? Seien wir ehrlich, du warst der bessere Pilot. Aber ja, das fehlt mir durchaus. Schade, dass wir nur noch am Schreibtisch sind. Erstaunlich, wie die Sowjetunion gewachsen ist. Ich wette, dass Mütterchen Russland länger lebt als wir beide. Auf uns, Genosse Belikow. Genosse Schakow. Zwei alte Krieger stolpern durch die Dunkelheit. Sag mir, Freund, warum bist du wirklich hier? Ich stehe kurz davor, den Maulwurf zu finden. Bitte halte mich nicht zum Narren, Dimitri. Ich weiß, dass du der Maulwurf bist. Was nun? Nochmal. Willst du mich umbringen? Ich bring dich um. Das hab ich schon. Okay, ich muss jetzt runter in den Keller und Adlers Team reinlassen. Es tut mir leid, Scharkov, auch wenn wir gute Freunde waren. Habe ich jetzt schon den Schlüssel bekommen? Ich hoffe schon. Gut, ich lasse mal seine Leiche hier, weil das sieht dann cool aus. Oh, oh. Fuck, da guckt einer rein. Ich brauche aber den Beweisstück. Schnell raus hier. Was? Hier kann ich nicht raus? Was ist das für ein Bullshit? Okay, dann gehe ich halt hier raus. Alles super. Ihnen noch einen schönen Tag. Genosse! Gut, lassen wir mal unsere Freunde, unsere USA-Freunde hier rein. Oh, das ist... Kratschenko. Der hat überhaupt nicht bemerkt, dass ich in seinem Büro war. Genosse! Ich möchte bitte in den Bunker. Bunkerschlüssel. Das Tor öffnen. Sicherheitsinspektion. Laden. Vielen Dank. Niet. Ich weiß gar nicht, was hier laber. New Mexico. Ah, Mexikaner. Schlimm. Adlers Team braucht Uniformen, um sich zu tarnen. Ich sollte zwei Soldaten in den Tunnel locken. Okay, drücke Q, um anfunken der Wachen. Okay. Hier Belikow. Schick dein Sicherheitsteam zu mir in den Heizraum. Sofort! In dem Heizraum ist was schiefgelaufen. War nicht sicher, ob du Wort hältst. Ich hatte ja keine Wahl, oder? Mit dieser Karte kommt ihr mit dem Aufzug in den Bunker. Was ist mit Uniformen? Klingt, als wären sie jetzt da. Okay, ich locke sie durch und lenke sie ab. Ihr zwei macht den Rest. Bell, in Deckung. Kein Blut. Die Uniformen müssen sauber bleiben. Verstanden. Jetzt sind wir wieder Bell,
Zeit, ein Hitman zu sein. Нету никакого оправдания твоя некомпетентности. У нас есть очень строгие протоколы, чтобы это предотвратить. Понятно? Schön still sein. Knack. Ich muss los, aber ihr solltet alles Nötige haben. Falls jemand fragt, ihr untersteht Kommandant Sobol. Zieh dich um. Gut. Schön. Ja. Her mit dem Zeug. Hier. Waffen und Schlüsselkarte sind in der Tasche. Müssen sie aber schön tarnen. Nicht, dass die Sowjetunion denkt, dass wir hier einen Überfall starten. Sind wir im Bunker? Gibt's kein Zurück. Aber solltest du deine Sonnenbrille vielleicht mal absetzen? Das sieht nämlich sehr verdächtig aus. Die Nüsse. Komm, Endler, wir müssen schneller sein. Die Folge muss vorbei sein, nein, Spaß. Товарищ, можешь пустить нас? Ладно. Keine Metalldetektoren für uns, wir gehen außen rum. Dürfen wir das so einfach? So, ja, wir sind wahrscheinlich, haben wir höhere Anforderungen, aber einfach so. Куда вы направляетесь? Досмотр обязателен для всех, без исключения. И нас Беликов от нас schon überprüft. Вы должны пройти досмотр. Ja. Да не может так sein. Bitte. Уги. Товарищ, доставьте вашу сумку сюда для досмотра. Вайтом нет нам койди мёсти. Дайте нам пройти. Понимаете, это близко к сердцу, товарищ. У меня приказ досматривать всех, без исключения. Нет, нет, нет. А. Товарищ, ты нужен за Каеву. Я разберусь. Я Беляко. Опостовичи, Беликов. По-моему, здесь здесь нет. Пойдем. Der gute alte Беликов. Lass uns überall rein. Zeit, in den Bunker reinzukommen. Oh, was passiert denn da? Gut. Mach die Scheiße hier an. Bring uns runter. Aber klar doch. Karte ist drinnen. Zakayev! Новые лица. Когда вы прибыли? Я... Wir sind schon seit Monaten hier. Ah, конечно. Кто ваш командир? Я не расслышал. Wir unterstehen Commander Petro. Вы что? За дурака меня держите? Кто вы такие? Товарищ, постойте. Die Fresse, du Schatzrosse! Aufzugskonversation ist immer unbeholfen. Der konnte eh nichts. Der sah aus wie Hassan aus Modern Warfare 2. Die werden sich nicht über uns freuen. Jo, wie schnell hat er sich umgezogen? Okay. Kann ich Granate werfen? Granate! Wie geht's
Tresor. Los, los! Seit den Russen hat zeigen, wer die krassesten Waffen hat. Ah, mit der MP5 hier durchzurasen, ist auch schon echt geil. Oben. Boah, was ist das für eine geile Shotgun? Die macht so. Jetzt so richtig lauten Sound, Alter. Ich geh hier lang. Alter, Edler, ich hätte dich fast erschossen. Mann, Edler! Schieß immer im Feuer. Geh weg, Alter! Oh, was ist das hier für ein Besprechungsraum? Wir müssen die Evakuierung sichern. Ein Gaskanister in den Schacht. Gut, machen wir das Teil eben auf. Da sind wir ein bisschen Sprengstoff rein. Gehen wir zum Tresor. Klar doch. Wir sind bleib unten. Oh. Ich hatte da wäre einer. Warte, ich komme. Oh Gott. Oh, ist das Spiel gerade laut, Alter. Gesichert. Deckung. So, Karte rein. Gut. Ist offen. Oh nein, jetzt wissen sie alle, dass wir hier sind. Schnapp dir die Daten. Ich halte Wache. Okay. Ah, wie geht das Teil hier? Uns bleibt nicht viel Zeit, bevor sie durchbrechen. Naja, ich Liste, bin auch. Kopier sie auf eine Diskette. Okay, auf Diskette kopieren. So, Diskette ist drinne. Wie lange dauert das jetzt so? Weißt du zufällig das? Uns läuft die Zeit davon, Bell. Die schneiden sich durch die Tür. Okay, ich halte mich bereit. Nein. Oh, Scheiße. Okay, ich habe die noch weggesteckt. Sie sind fast durch die Tür durch. Bereit machen, sie kommen. Was? Ich habe doch die Granate geworfen. Boah, das ist das für ein geiler Revolver. Schade, wir haben nicht so viel Mini. Aus. Oh, Kacke. Haben die sich gerade selbst mit der Granate getroffen? Aua. Wieso machen die so viel Schaden? Wie lange dauert das noch, Edler? Die heißen uns richtig ein. Ich hab die Diskette. Gehen wir. Gut. Los geht's. Wir alles ab. Mir nach. Hier lang. Entkommen mit der Information. Raus hier. Edler, wo bist du? Na, gut. Ich hab keine Revolver-Muni. Verdammt, sie sind überall. Mann, wieso haben die Russen so viel Truppen? Gut,
mach die auf und ich gebe Rückendeckung. Das gefällt mir nicht. Ist wie auf dem Präsentierteller. Die kommen doch gleich alle. Oh, Scheiße, die haben den Strom ausgemacht. Wir müssen einen Weg rausfinden. Okay. Hast du eine Taschenlampe oder so? Oder Nachtsichtgerät? Ach, früher gab's ja kein Nachtsichtgerät. Au! Alter, der hat mir voll auf die Fresse gehauen. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay. Alter, hat denn keine Waffe eine Taschenlampe oder so? Ein paar Granate reinwerfen. Alles sicher, Adler? Gut. Wir können weiter. Da könnte es rausgehen. Ein Stockwerk höher. Ihr seid umstellt. Wir kommen noch nicht. Scheiße. Zeit für Plan B, Bell. Aktiviere das Gas. Lass die Waffen fallen und erkennt euch. Sonst stirbt er. Gas ist aktiv. Viel Spaß mit euren eigenen Waffen. Wenn wir loslegen, zieh Belikov eine Maske über. Ich gebe Deckung. Gut. Und los! Komm schon. Belikov, hier! Eine Maske. Bitte schön. Danke, meine Freunde. Wie ist alles die Lage gut da oben? Sie sind alarmiert. Riegeln das Gebäude ab. Wir müssen uns rauskämpfen. Brauchen schwere Ausrüstung. Da weiß ich wo, mein Freund. Schwere Ausrüstung? Was ist das? Wir müssen Juggernauts besiegen. Wir müssen uns bewaffnen, bevor Verstärkung eintritt. Weiter, 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 kommt weiter. Die Ausrüstung ist hier drüben. Ich rücke vor. Wie weit noch, Belikov? Diese Räume sind auch immer alle gleich. Das ist ein Gegner. Scheiße! Helikopter wieder weg! Verdammt nochmal! Gut, alles gesichert! Panzerung, Helme, LMGs und Sprengsätze! Schick, wo hast du das alles? Jetzt nach oben! Lazar, wir treffen uns in 5 Minuten im südwestlichen Hof. Und wir bringen Belikov mit. Die Rückbank ist ja groß. Sobald wir aus dem Aufzug raus sind, haltet immer auf den Hof zu. Mach die Ladung bereit, Bell. Gut. Bereit. Los geht's, Bell. Und, oh. Jawohl. Rambo lässt grüßen. Schalt sie aus! Aus, aus, immer weiter! Warte mal, woran erinnert mich das gerade? No Russian. Es gibt mir gerade übelst No Russian Vibes. Russian 2.0 einfach. Jetzt hier raus. Ah, das war. Bin drinnen. Helikopter, komm rein. Komm jetzt. Was war jetzt? Park, wir haben die Liste und sind auf dem Rückweg. Mach dich bereit.
Wurde auch Zeit. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Die haben in Moskau ein Mordschaos verursacht. War es das wert? Adler hat trotz allem die Liste mit den Namen der Schläferagenten beschafft. Der Typ hat echt Eier, das muss ich ihm lassen. Bell war gut. Sieht so aus. Aber ich finde, das Team wird zu selbstsicher. Sie tun so, als wüssten sie, mit wem sie es zu tun haben. Vielleicht. Einer dieser Schläferagenten hat Verbindungen zur Operation Greenlight. Theodore Hastings, ein Kerntechniker aus der Nähe von Salt Lake City. Und Sie glauben, dass er Hastings aktivieren wird? Genau. Vollständige Überwachung ist bereits veranlasst. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns zu Perseus führt.